Die herausragendste Anforderung an den Neubau wird sein, letztendlich Spitzenmedizin und Pflege zu vereinen an einem Standort, dass wir es zentral für die Bürger im Landkreis anbieten und damit sozusagen Synergien zu schaffen für eine optimale Versorgung. Der Plan für das Ambulanzzentrum ist von daher intelligent, weil wir veränderte Anforderungen in der Gesundheitsversorgung haben. Es wird immer weniger stationär eine Versorgung stattfinden. Wir haben einen Trend zur Ambulantisierung, das heißt, immer mehr Eingriffe werden sozusagen in einer Kurzzeittherapie abgearbeitet. Sie kommen in der Früh und werden behandelt, werden diagnostiziert und am Abend wieder entlassen. Dieser Trend setzt sich mehr und mehr fort. Und von daher brauchen wir geeignete Strukturen und Abläufe, um diesem Trend auch wirklich entsprechend entgegenzutreten. Ich freue mich am meisten, dass wir einen Gesellschafter haben, der hier sehr engagiert auftritt, der nachhaltig an einer Gesundheitsversorgung interessiert ist und dass wir den Auftrag erhalten haben, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, mit den Führungskräften hier dieses Konzept zu erarbeiten und zu erstellen, damit wir Spitzenmedizin und pflegerische Versorgung auf hohem Niveau gewährleisten können.